Hallo, 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 liebe Freunde der Nacht. Oder eher Freunde des Nachmittags. Egal, spielt keine Rolle. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Vampire The Masquerade Redemption. Wir befinden uns im Vampirbordell des Seet oder so. Und haben jetzt eine neue Gruppe, nachdem wir jetzt im Jahr 1999 angekommen sind. Nach oben und bringt Farbe in eure fahlen Wangen. Nein, danke, ich bin gern fahl. Die Gruppe besteht aus dem Arschloch Pink, einem sehr primitiven Negativbeispiel für die Kultur der Punks. Lilly, von der wir noch so gut wie gar nichts wissen, da wir sie eben erst hier aufgegabelt haben. Sie will sich scheinbar an den Betreibern des Bordells rächen. Und nach wie vor Christoph, der jetzt neue Klamotten hat und trotzdem immer noch dasteht, als hätte er sich frisch in die Hose geschissen. Wir gucken erstmal, was Lilly so im Inventar hat. Gar nichts. Keine Waffen. Wie sind denn ihre Skills so? Was hat sie denn? Was kann sie denn? Okay, alles eigentlich mittelwert. Pink ist eher geschickt. Christoph ist dagegen eine richtige Kampfmaschine. Schön. Haben wir überhaupt Geld, um jetzt für Dingsbums, Lee, noch Waffen zu kaufen? Ich glaube nicht. Egal. Eigentlich könnte ich doch gerade streamen. Folge mir. So, wir folgen jetzt Lilly. Auf der Suche nach Waffen. Mit $346 ist das gar nicht so einfach. Wird jetzt wahrscheinlich Wurfmesser. Ja, toll, zwei Wurfmesser. Das bringt uns echt nicht besonders weit. Ich gucke mal gerade auf die Map, wo wir sind. Hier muss es irgendwo runtergehen. Ich glaube, wir sind falsch. Ich laufe mit Christoph, der hat eine Taschenlampe. Da sieht man ein bisschen mehr hier im dunklen London. Ne, von da kamen wir. Da ist der Club. Also müsste es theoretisch gleich hier irgendwo runtergehen. Ist ein bisschen schlecht zu navigieren in diesem verdammt nebligen, dunklen London, in dem man wirklich so gut wie gar nichts sieht. Ja, Doubleman, da ist der Van. Da können wir Waffen kaufen. Bei Otto. Denn Otto finde ich gut. Was? Was willst du? Schrotflinte, Gewehr, Revolver. Ich glaube, Pistolenmunition haben wir am meisten. Dann geben wir ihn. Ah, wir haben sogar eine Pistole. Okay, dann hat sich das geklärt. Verschwinde. Ja, du auch. Hier, nimm die Pistole. Und die Munition. Aber wir haben sogar eine modifizierte Pistole für dich. Die macht ein bisschen mehr Schaden. Schade, man kann nicht beidhändig. Das wäre cool. So richtig John Woo-mäßig. Oder Who? Woo? John Who oder John Woo? Wie spricht man ihn richtig aus? Ich weiß gerade gar nicht. Wir haben auch noch eine zweite Schrotflinte. Wir geben dir die Handschuhe der Widerstandskraft, Lilly. Da hast du ein bisschen Rüstung. Dann guck mal, ob wir noch irgendwas für dich kaufen können, das dich ein bisschen beschützt. Weil du hast nur gerade ein dünnes rotes Kleid an. Das ist nicht so der perfekte Schuss. Was? Vor Was Kugeln. Willst du? Lederjacke. Ja, die ist ganz cool. Nimm die Lederjacke, Süße. Verschwinde. Oh ja, das sieht doch ganz cool aus. So als Ledermantel, ein bisschen Matrix-mäßig.
Ich bin ja skeptisch, was den vierten Matrix angeht. Ich weiß noch, ich war damals im Kino zu Matrix 2 und ja, ich saß da im Kino und hab mir die Hand vors Gesicht gehalten, weil ich mir gedacht habe, boah, was für ein schlechter Film. Und ich fand den ersten so gut und hab mich gefreut auf den zweiten und dann war das so eine 5-Minuten-Tanzszene in einer Höhle zu komischer Musik und ich dachte mir so, wir wollen Neo-Cyberpunk mit Technologie und Matrix-Feeling und nicht so dieses... Es war mir einfach irgendwie zu sehr Scorpion King trifft Matrix. Kommt mit nach oben. Okay. Und bringt Farbe in. Jetzt sind alle bewaffnet. Dann gehen wir mal da rein. Denn zu friedlichen Verhandlungen geht man am besten immer mit einem Säbel und einer 9mm. Ah, das klingt so, als ob die gerade wieder irgendwo eine Grafik festgebackt haben. Nee, jetzt geht's. Okay. Die Musik ist gerade echt chillig, finde ich. Kann man mal machen. Was gibt's hier hinten? Nichts. An alle, die mich gerade im Stream sehen, weil ich mir gerade dachte, hey, eigentlich kann ich diese Folge auch streamen. Das komplette Let's Play findet ihr auf YouTube. Den Link findet ihr unten in meiner Twitch-Beschreibung. Oder an alle die, die mich gerade auf YouTube sehen. Die restlichen Folgen findet ihr auf YouTube. Ha! Wer hätte es gedacht? Okay, wo geht's denn hier lang? Da, durch die Mitte? Das könnte Sinn machen. Ja, aber die Tür kann man nicht öffnen. Wir sollten doch mit irgendjemandem reden von dem Bordell. Nee, du bist nur ein NPC. Dich will ich nicht anklicken. Dann wirst du direkt gekillt. Fußgänger. Kann ich diese Tür hier öffnen? Natürlich nicht. Was hast du für Vorlieben? Ja, die sag ich dir mal irgendwann anders in einem Stream, der nicht gerade zu dieser Zeit stattfindet. Und in einem vielleicht anderen Let's Play. Denn ich glaube, meine Vorlieben, die sind gerade gar nicht so interessant. Meine Vorlieben sind nämlich alte Videospiele, Nerdkram, alles was man sammeln kann und Big Box Games. Spiele in den guten alten großen Pappkartons. Ach ja, die gibt's ja nicht mehr. Nur noch selten zumindest. Und ich finde den scheiß Eingang nicht. Ich will jetzt hier keine 15 Minuten Folge machen, wie ich den Eingang suche. Wobei, sie hat gesagt, komm mit nach oben. Also die Tussi hier. Sie meinte, komm mit nach oben. Also es ist auch... Ja, wir sind gerade dämlich. Nee, von da kamen wir, oder? Wobei, nee. Das sieht sehr neu aus. Da ist ein ziemlich neuer Röhrenmonitor. Eine... Statue der Sphinx. Ich fänd's schon cool, wenn man jetzt irgendwie wüsste, wo man hier lang muss. Mit denen kann ich nicht reden, die kann ich nur killen. Das ist unschön. Ah, okay, hier lang kommt man auf das... auf die Bühne. Warte mal. Ach,
kann das sein, dass das hier gar nicht der Dungeon ist, sondern wirklich nur das Bordell und dass das nur dazu dient, hier Lilly abzuholen? Kommt mit nach oben und bringt Farbe in eure fahlen Wangen. Okay, guck mal auf die Map. Theaterbordell. Wir fahren mal nach Ost-London. Wir gucken mal, ob vielleicht im anderen Viertel irgendwie... Okay, dann halt U-Bahn nach West-London. Mir auch egal. Was haben wir hier? Club Tenebrae, Kuriositätenladen, Leopolds Gesellschaft. Nee, da musste doch irgendwo da drüben der Eingang gewesen sein. Das finde ich jetzt fast schon ein bisschen peinlich, dass ich den Eingang nicht finde. Boah, ich hasse das Wetter momentan nebenbei. Mir ist wieder sau warm. Tagsüber schwitzt du dich zu Tode und nachts denkst du dir, ja, mach ich mal die Heizung an. Finde die Quellen der Lieferung. Aber hier gibt es keinen Eingang zu einem Dungeon oder irgendwas anderes. Und auch keine NPCs, mit denen ich reden kann. Boah, das ist so lange her. Ich hatte das Spiel schon mal fast durch und bin dann im letzten Dungeon nicht mehr weitergekommen. Aber das hier... Ja, das ist die Bühne. Das bringt mir auch nichts. Komm mit nach oben, dann muss das da sein. Aber da kann ich keine Türen öffnen. Von da kommen wir. Kommt mit nach oben und bringt Farbe in eure fahlen Wangen. Ost-London. Uns gerade gar nichts. Das wird eine mega langweilige Folge. Super. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Hier ist echt nur ein Lager. Okay, liebe Freunde, weiter geht's mit Vampire. Ja, ich habe ja in der letzten Folge... Beziehungsweise die letzte Folge wird wahrscheinlich mit der Folge hier zusammengeschnitten, da ich in der letzten Folge ziemlich verwirrt rumgelaufen bin auf der Suche nach dem Eingang zu diesem Dungeon. Ja. Es ist sehr irritierend, dass die Leute immer sagen, komm mit nach oben und ich zeig dir was. Denn ja, es geht nicht nach oben. Da musste ich tatsächlich mal googeln, weil ich mich nicht mehr erinnert habe, wie es hier weitergeht. Also hier irgendwo hinter einer Ming-Vase ist wohl ein Schalter. Ah, da. Und zack, kommen wir in den Tempel des Seth. Ob die sich so über unseren Besuch freuen, ich weiß es gar nicht. Ich habe da eher das Bauchgefühl, dass die weniger begeistert sein werden und uns direkt angreifen. Wir gehen mal nach links. Ja, die greifen uns direkt an. Das hat gerade so ein klein wenig Stargate-Feeling. Das wirkt wie so ein Goa'uld-Schiff. Oh Mann, bleibt doch mal stehen, wenn ich euch töten will. Voll unhöflich. Zur Hölle mit euch! Den da könnte ich noch aussaugen. Komm mit. Ja, und jetzt austrinken. Kannst du irgendwas? Was hast du für Fähigkeiten?
Hölle mit euch! Okay. Was haben die alles so fallen gelassen? Bargeld? Ja, Bargeld ist schon mal nicht schlecht. Gegengift, ja, nehme ich auch mal. Das bekommt Lilly. Da liegt auch noch Bargeld. Und ein Revolver. Den kriegt auch Lilly. Da liegt auch wieder Bargeld. Bargeld. Jetzt haben wir $135. Ach ja, ich hätte auch gern $135. Austrinken und ihr geht auf den drauf. Okay, da ist noch einer. Die machen echt bescheuerte Geräusche. Ich weiß, die sollen ein bisschen vampirmäßig und gruselig klingen, aber vor allem klingen die gerade irgendwie eher bescheuert. Ich drücke kurz Pause, damit ich hier bei ihr die Disziplin Trinken hinzufügen kann. Dann trinkt sie mal den Idioten hier aus, würde ich sagen. Pause vorbei, trinkt den aus. Bis auf das letzte kleine Schlückchen. Wir wollen ja nichts verkommen lassen. Das ist immerhin Importblut aus dem alten Ägypten. Brav. Du heizt dich mal hoch. So, und dann gucken wir, was jetzt hier so gedroppt wurde. Gewehrpatron. Da ist eine Schachtel, da drin ist... war da was drin? Plasmabeutel, okay. Den bekommt Lilly. Mir fällt gerade auf, dass ich irgendwie in Spielen immer netter zu den Frauen als zu den Kerlen bin. Andererseits ist Pink aber auch ein riesen Arschloch. Hey Chris, guck mal, wie der alte Seth Osiris auffrisst. Dreckige Schlangen. Diese Verherrlichung des Seth ist erschreckend. Ich habe solch Wahnsinn schon mit angesehen. Ah, ich merke gerade, dass das Bild wieder falsch eingestellt ist. Ach, das ist gerade wieder nicht im richtigen Bildformat. Das Spiel ist eigentlich in 4:3. Wenn man es in 16:9 spielt, wird oben und unten was abgeschnitten. Aber ich musste das Spiel leider wieder komplett neu installieren, da es sich irgendwie nicht mehr starten ließ. Ja, dann ist die Folge jetzt halt in 16:9. Ist dann jetzt halt so. Ne, von da kamen wir. Alles gut, Kater. Ich bin hier. Beruhig dich. Okay. Da ist ein komisches Fenster. Sonst ist jetzt hier nichts Besonderes. Tja, dann tanzt die Folge hier mal wieder aus der Reihe. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man alte Spiele streamt.
Man hat ab und zu ein paar technische Probleme, die das Ganze ein bisschen unkomfortabel machen. Mich ärgert das jetzt gerade selber, dass das Spiel, also dass dieses Let's Play nicht durchgängig im selben Bildformat ist und dass einige Folgen verdammt dunkel geworden sind, weil halt einfach durch einen... Nee, es ist eigentlich kein Bug. Es ist eher fehlende Unterstützung. Nämlich in den Einstellungen haben wir den Helligkeitsregler. Der bringt exakt gar nichts. Klar, man kann das irgendwie reparieren, indem man, ich glaube, DJ Voodoo oder so installiert, aber... Ich habe doch gar nichts geändert, egal. Mache ich irgendwann mal. Ich habe das jetzt aber eigentlich soweit für mich hinbekommen, indem ich einfach meinen Monitor auf Farbraum begrenzt gestellt habe. Damit ist das Spiel auch nicht so arg dunkel. Tötet die Schlange. Und du sollst nicht so dumm rumlaufen, du sollst das machen. Ja, und seitdem ich das umgestellt habe, finde ich eigentlich... In meiner Erinnerung war das Spiel auch nicht viel heller. Klar, ich könnte es jetzt noch heller machen, aber es ist spielbar. Vielleicht mache ich das noch mit DJ Voodoo, dass ich das Spiel mal noch ein bisschen mehr anpasse, dass der Helligkeitsregler geht, aber gerade ist mir das eigentlich Wumpe. Gerade will ich gleich nur das Bildformat wieder richtig anpassen. Aber das mache ich offscreen für die nächste Folge. Ich weiß, es ist vielleicht gibt es einige Leute, die haben den Stream oder das Let's Play lieber in 16:9. Kann ich verstehen. Bei Spielen, die 16:9 auch richtig unterstützen, macht das auch Bock. Hier ist es halt leider so, dass mich stört zumindest, bei Zwischensequenzen, wenn sich die Charaktere unterhalten, sieht man dann meist nur den Brustkorb oder den Schritt von den Charakteren und der Kopf ist abgeschnitten. Und das nervt mich. Ich hoffe, wir haben genug Munition. Boah, ihr nervt ja so. Ihr hättet euch auch erstmal mit mir unterhalten können, bevor ihr so aggressiv werdet. Ich meine, klar, ich dringe einfach so in euren geheimen Tempel ein und bin bis an die Zähne bewaffnet. Das kann schon einschüchtern, kann ich verstehen. Aber man kann ja auch erstmal reden, bevor man den American Way of Life startet und erstmal wild um sich schießt. Da liegt ein Ring oder so? Onyx-Ring. Zur Hölle mit euch! Und da war wieder so ein Imhotep für Arme. Da geht's eine Treppe hoch. Okay, wir sind gerade wieder bezaubert. Okay, wir haben keine Munition mehr. Das ist aber unschön. Dann müssen wir gleich erstmal Munition kaufen gehen. Oder liegt hier irgendwo noch Munition rum? Plasmabeutel, ja, von denen haben wir jetzt viele. Also ganz ohne Blutbeutel. Blutbeutel. Schön, wir haben jetzt Blut, aber ja. Schriftrolle des Befehls. Haben wir gerade eigentlich überhaupt, was passiert, wenn wir die Rolle Weg des Abgrunds benutzen? Ich habe nicht gerade keine Ahnung, wo unser Versteck ist. Brückenzuflucht. Aha. Interessant. Was haben wir in der Truhe? Die ist leer. Aber wir können Erfahrungspunkte verteilen. Oh, und wir haben gut Erfahrungspunkte bekommen.
Trinken auf volle Pulle, Blutheilung, Blutstärke. Blutgeschick können wir noch nehmen. Widerstandskraft machen wir höher. Erwecken. Erweckt Vampir aus der Starre. Oh ja, das brauchen wir, das ist Wiederbeleben. Okay, sonst bin ich eigentlich mit unseren Skills zufrieden. Geschick mache ich noch eins hoch. Was kannst du so? Bei dir skill ich mal Geschick ein bisschen, damit du besser triffst. Und was mit Lilly? Blutheilung. Das skill ich mal und dann bekommst du ein bisschen Widerstandskraft. Da hast du nämlich echt nicht viel. Und das hilft schon, wenn du nicht direkt beim ersten Schaden ins Gras beißt. Und dann gehen wir nochmal Munition kaufen. Ach, hier geht's. Hier hinten ist das. Bei Otto. Okay, gut zu wissen. Was? Was willst du? Munition brauchen wir. Schrotflintenmunition für diesen Vollidioten. Okay, dafür bekommst du Gewehrmunition. Hier noch so eine Uhr. Einen Revolver kann ich noch verkaufen. Was ist das? Rüstungshemd. Und einen Onyx-Ring habe ich, den du haben kannst. Was hat er so? Normale Pistole kannst du haben. Okay. Pistolenpatronen kosten nur 11 Dollar, das ist okay. Da kannst du ordentlich was haben, Süße. Das sollte erstmal reichen. Den Armreif kann man auch verkaufen. Das Gegengift hier, so das Wurfmesser kann auch weg. Da haben wir sonst noch irgendwas. Hier, die Schrotflinte, da kann eigentlich auch weg. Dann kaufen wir lieber noch mal ein bisschen Schrotflintenmunition für den Vollidioten hier. Das Rüstungshemd könnte ich jetzt eigentlich ihm geben. Will ich aber nicht. Warum, sage ich euch jetzt nicht, weil dann spoiler ich. Aber ich will den eigentlich nicht zu gut ausrüsten. Verschwinde! Okay, eigentlich war das jetzt schon ein Spoiler, weil alle Leute mit mehr als 2 Gehirnzellen können sich jetzt denken, warum ich ihn nicht so gut ausrüsten will. Aber darauf gehe ich jetzt gar nicht weiter ein, denn vielleicht ist es ja gar nicht so. Eigentlich könnten wir noch mal ein bisschen trinken. Hier so den, der sieht... Oh, das ist ein Bobby. Nee, 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 das ist gar nicht so gut. Polizisten sollte man nicht austrinken. Weicht nicht von der Stelle. Wir sollten irgendwo hingehen, wo wir ungestört sind. Vielleicht ist hier hinten ja noch irgendwo so eine sexy Satanistin. Oder ein komischer obdachloser Fußgänger. Gibt's hier hinten irgendwo noch sexy Satanisten? Nee. Ja, dann wird's halt der komische Fußgänger. Egal. Und vor allem du trinkst den mal aus. Du hast nicht kaum Blut. Also nicht aus, aber so weit, dass du voll bist. Also voll mit Blut und nicht besoffen. Da drüben. Hallo, hallo, hallo. Oh, oh. Was kann das denn hier bedeuten? Schnell weg. Nicht wehren, einfach nur schnell weg. Der hat nichts gesehen, der Polizist. Können wir den Bordellinhaber eigentlich austrinken, ein bisschen? Ja, komm, machen wir das. Der Zuhälter schmeckt voll billig.
Okay, das geht echt super. Der ist auch nicht irgendwie aggressiv oder so. Dann suchen wir uns gleich nochmal hier unten eine. Ich glaube... Ach komm, wir nehmen gleich die am Eingang hier. Und geben Pink, guck mal. So. Ich muss das mal alles gleich ein bisschen umsortieren. Okay, und Christoph glitscht gerade da oben schön in der Gegend rum. Okay, wir wollen nicht, dass sie stirbt. Dann nuckeln wir lieber noch an irgendwas anderem rum, bis wir unser Blut voll haben. Zum Beispiel die da. Kannst du auch schneller? Geht doch. Okay, sein Blut ist voll. Kann er aufhören? Wir töten nicht. Wir sind lieb. Also, für Vampirstandards sind wir lieb. Gut, dann nuckelt Christoph nochmal an der da. Nee, nicht an ihm. Pfui. Und sag mir nicht, ich wäre immer so geizig zu dir. Verzieh dich. Okay, ich gehe ja schon. Entschuldigung. Kommt mit nach oben und bringt Farbe in eure fahlen Wangen. Dann gehen wir mal nach unten. Ah, da ist auch noch eine Satanistin. Können wir der noch ein bisschen nuckeln. Gut. Dann machen wir doch mal Blutheilung. Mach eine Fliege. Und dann geht's nach unten zurück in den Seth-Tempel. Ein bisschen Setiten metzeln. Ich bin immer gespannt, ob der Endgegner oder die Endgegnerin, ich glaube es war eine Frau, noch so hart ist, wie ich es in Erinnerung hatte. Weil in meiner Erinnerung war die echt hart. Okay, die Tür da ist zu. Aber ich glaube, hier drüben war irgendwo noch ein Schalter an der Wand, den wir noch nicht betätigt haben. Dann drücken wir mal hier auf den Schalter. Alter Falter, wo ist der Schalter? Da ist unser Weg des Abgrunds. Da geht's nach oben. Ja, da ist der Schalter. Dann könnten wir gleich, ich glaube, da oben müsste sich jetzt eigentlich die Tür geöffnet haben. Ja, hat sich. Cool. Da sind wieder Setiten. Aber merkt ihr was? Es war eine gute Entscheidung von mir. Das Schwert zu behalten. Und ihr könntet eventuell mal angreifen. Oh, saugst du meine Lilly aus? Das ist aber echt unfair von dir. Das gefällt mir gar nicht. Dafür bekommst du was mit dem Schwert. Hier. Das hätte mir jetzt besser gefallen, wenn er direkt gestorben wäre. Das wäre irgendwie epischer gewesen. So. Du wagst es, dafür one-hitte ich dich. Aber nee, wird eher so ein 14-Hit. Okay, was haben die so fallen lassen? Da liegt Bargeld.
Da liegt eine Diamanthalskette. Okay, ist hier sonst irgendwas? Ah, da geht's runter. Wir gucken nochmal, nicht, dass wir jetzt irgendwas übersehen. Ne, nur Pflöcke. Pflöcke sind jetzt nicht so wichtig. Du trinkst mal ein und heizt dich. So. Und dann gehen wir hier runter. Und töten erstmal den Schrotflintentypen hier. Oder auch nicht. Heil dich, Christoph, heil dich. Okay, die sind zwar eigentlich an und für sich nicht stark, aber so auf Masse sind sie schon ein bisschen nervig. Habe ich eigentlich Lilly wieder mit der Waffe ausgestattet? Ich glaube fast nicht. Muss ich gleich mal nachholen. Natürlich hängen wir jetzt in der Grafik ein bisschen. Okay, jetzt sollten das alle gewesen sein. Dann gucke ich mal, dass Lilly wieder die Pistole in die Hand nimmt. Dann kann sie hier mal ein bisschen üben. Ah, noch mehr Patronen. Das ist gut, Lilly. Das ist richtig gut. So, da räume ich da mal ein bisschen auf. Die Munition hier unten drin haben? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich sollte das doch egal sein. Schließfach. Was ist da drin? Motorradhelm. Zieh ich mal an. Okay, gut. Gut, der wird nicht dargestellt. Das sehe ich gerade so bescheuert aus. Bargeld, Bargeld. Nebenbei, die nächste Folge kann leider wieder ein bisschen auf sich warten. Allerdings nicht zu lange. Ich bin bis zum 17. im Urlaub. Eigentlich wollte ich heute noch ein paar Folgen aufnehmen, dass ich es schaffe, euch in der Zwischenzeit mit Folgen zu versorgen. Das hat aber nicht so geklappt. Wie so oft kam einiges dazwischen und naja. Ich dachte mir, ich bin mal so nett und sage es am Ende dieser Folge. Ich habe es auch auf meiner YouTube-Seite irgendwo gepostet. Und ich werde es auch nochmal auf Facebook posten und auf Instagram. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut für diese Folge und sehen uns dann in der nächsten. Es hat mich wie immer gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch lieb und würde mich über ein Abo oder ein Like freuen. Oder vielleicht auch beides. Oder über Sachspenden, euer Erstgeborenes, irgendwie sowas. Ihr könnt ja kreativ sein. Also, haut rein!